Hallo und herzlich willkommen hier bei mir im Waldstudio. Ja, es geht ja im Moment auf meinem Kanal ums Lesen. Lesen ist für mich persönlich ein recht wichtiges Thema. Und mich hat in letzter Zeit ein Buch ganz besonders gefesselt. Und das möchte ich euch dann heute mal vorstellen. Und zwar geht es um das Buch von Christine Thürmer. Laufen, Essen, Schlafen vom Malik Verlag. Ja, in dem Buch geht es um Christine Thürmer selber. Und zwar ist sie die drei großen amerikanischen Trails gelaufen. Also den, Moment, ich muss mal eben, zwei weiß ich auswendig, den dritten nicht. Also den PCT zuerst, den Pacific Crest Trail. Dann den Continental Divide Trail, das ist immer der, den ich mir nicht merken kann. Und ja, den bekanntesten, glaube ich, ist ja der Appalachian Trail. Und die drei ist sie gegangen, zumindest in diesem Buch hier. Ja, Christine Thürmer ist eine Geschäftsfrau gewesen, eine Frau, die, ich sag mal, so wie ich es aus dem Buch herausgelesen habe, heruntergewirtschaftete Firmen wieder aufgebaut hat, saniert hat. Ja, und diese Frau ist in einem USA-Urlaub auf eine Gruppe Thru-Hiker gestoßen, die den PCT gelaufen sind. Und die haben direkt neben ihr gezeltet. Und das hat sie damals ziemlich fasziniert. Ja, und dann nach dem USA-Urlaub ist sie dann wieder in Deutschland zurück gewesen, wieder auf der Arbeit. Und ja, sie war zu der Zeit so wie ich, sage ich mal, ne, ab und zu mal wandern. Also hat ganz normale Wanderungen unternommen und war dann aber mit den Gedanken immer wieder, das hat sie nicht so ganz losgelassen mit den Thru-Hikern, die da so einen großen, weiten Weg auf sich nehmen. Der PCT mit über 4000 Kilometern, die genaue Anzahl, die weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht im Kopf. Und das hat sie damals nicht so wirklich losgelassen. Und ja, nach einer Zeit, nach circa einem Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist sie dann selber arbeitslos geworden und hat dann, ja, wie gesagt, immer wieder dran gedacht. Und dann hat sie sich gedacht, Mensch, warum probierst du das nicht einmal? Hat sich da relativ professionell, sage ich jetzt mal so, mit Excel-Tabellen und so weiter und so fort, ihre Ausrüstung zusammengestellt, hat sich in Ultralight-Tracking eingelesen und sich dementsprechend nach Gewicht ihre Ausrüstung zusammengestellt. Ja, dieses Buch beschreibt mich wie ein Reiseführer, wie sie diese drei Wege gegangen ist, sondern beschreibt ihre persönlichen Eindrücke. Also wer jetzt großartige Landschaftsbeschreibungen erwartet oder ja, das und das nimmst du am besten mit, also auf so einen weiten Trail, für den ist das Buch nichts. Weil es ist, also ich finde, es liest sich wie ein Abenteuerroman. Ich habe das Buch ziemlich verschlungen. Ich hatte da wirklich wahnsinnig Spaß dran an dem Buch und es gibt auch ein zweites Buch von ihr, das habe ich auch hier, Wandern, Radeln, Paddeln. Das habe ich auch schon relativ schnell durchgelesen. Ja, also ich habe das Buch mir selber gekauft. Ich stehe auch nicht irgendwie in Kontakt mit dem Malik Verlag oder mit Christine Thürmer. Ich wollte euch das Buch nur einmal ans Herz legen, weil ich finde es klasse. Also wer sich für
fürs Weitwandern bzw. fürs richtige Weitwandern interessiert, also die paar hundert Kilometer, die man hier in Deutschland an Weitwanderwegen hat, also insgesamt sind es schon ein paar mehr hundert Kilometer, ist klar, aber naja, die Weitwanderwege, die wir in Deutschland haben, die liegen ja die weitesten, wenn ich mich jetzt nicht irre, sowas um die 300 Kilometer. Und da ist dann halt so ein PCT mit 4.700 irgendwas. Das ist dann schon wieder eine ganz andere Nummer. Ja, und diese Frau, die ist dann nun mal alle drei gegangen. Und ja, es wird auch beschrieben, wie sie ihren, na, wie heißt es, ihren Trail-Namen bekommt. Alle Thru-Hiker, die haben, ich sag jetzt mal so einen Spitznamen, die werden mehr oder weniger auf irgendwann mal getauft und es wird auch beschrieben halt, wie sie ihren bekommt. Ich verrate euch jetzt nicht, wie ihr Trailname war oder ist. Ich denke, das solltet ihr vielleicht besser selber lesen. Eine Szene, die fand ich recht spannend. Sie ist ja auf dem letzten Stück einer der drei Touren, ich weiß jetzt gar nicht mehr auf welchen das war, hat auf jeden Fall noch ein paar Tage zu wandern und hat gar nicht mehr so, hat eigentlich nichts mehr zu essen, großartig. Also weiß aber, also war jetzt nicht in Not. Also ihr war klar, also abends ist sie irgendwo, wo sie was zu essen bekommt. Aber an dem Tag war sie dann auch recht fertig und trifft dann sogenannte Section Hiker. Also Section Hiker sind Leute, die immer nur Teile des Weges gehen, also in Tagesetappen und dann nach Hause fahren und dann irgendwann weitergehen. Und ja, unterhält sich mit denen und gehen dann schon weiter und auf einmal drehen sie sich um und sagen, hey, halt, stopp, wir haben hier noch ein paar Schokoriegel, willst du die vielleicht haben? Wir sind gleich am Auto. Und ja, dann nimmt sie die Schokoriegel und beschreibt ein unwahrscheinliches Glücksgefühl, als sie die Schokoriegel bekommt und wie ihr die Tränen in die Augen schießen. Und ja, das erdet einen, denke ich mal, auch so ein bisschen zu sehen, dass ganz andere Sachen wichtig sein können, wie es für uns ist. Also für mich persönlich kommen solche Touren nicht in Frage. Also wenn ich eine Woche unterwegs bin zu Fuß mit 130, 150 Kilometer, wie auch immer, danach reicht es mir, dann brauche ich danach auch dann irgendwann mal ein paar Tage Ruhe. Also da bin ich ganz ehrlich. Es gibt Leute, die können so weit laufen, für die ist es kein Problem. Für mich ist auch dieses Ultralight nichts, weil ich brauche jeden Tag ein frisches T-Shirt, weil ich extrem schwitze. Sonst scheuere ich mich wund. Ich muss mich jeden Abend waschen können. Da geht kein Weg dran vorbei. Wer es kann, super. Gönne ich jedem. Und wie gesagt, ich finde es super spannend, solche Geschichten. Und wer Spaß dran hat, ich werde euch das Buch mal auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich werde da mal zwei Links reinsetzen. Da könnt ihr euch aussuchen, wenn ihr es euch kaufen möchtet, wo ihr es kauft. Nur mal so, damit ihr wisst, wo ihr es herbekommt. Wie gesagt, lohnt sich. Ich habe das Buch selber empfohlen bekommen vom Harald Roller. Vielen Dank nochmal. Also hatte da wirklich Spaß mit dem Buch. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Reinschauen. Da ist es nochmal. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.